Guten Morgen, Freunde. Peter von der Liffene Camper hier. Hallo. Ja, ihr seht, draußen 11 Grad, innen drin 16 Grad. Es ist schon eine Zeit lang her, wo ich mal einen Film gemacht habe. Aber ich habe mir mal so gedacht, es wird mal wieder Zeit, euch mal so ein bisschen erzählen, was in der Zwischenzeit passiert ist. Das letzte Mal habt ihr mich ja beim Livestream gesehen, ne, bei den langen Spaziergang, der mir auch wirklich gut tat. Ich stand ja eine ganze Zeit lang in Jericho bei meiner Ex-Frau, aber da musste ich jetzt einfach mal weg. Irgendwie habe ich gemerkt, dass das, keine Ahnung, fühlt man sich unerwünscht. Ich habe eher so das Gefühl gehabt, dass ich da nicht ganz so erwünscht war in der Zeit. Und ja, wie habe ich das gemerkt? Da haben sich dann praktisch so Spannungen aufgebaut und. Ist aber nicht schlimm, kann ich verstehen. Ich habe dann so lange gewartet, bis meine Tochter wieder da ist, und dann bin ich gefahren. Ich wollte erst nach Seehausen, aber das Wetter ist einigermaßen. Da habe ich mal vorher geguckt, ob der Wohnmobilstellplatz hier in Arneburg wieder frei von Wasser ist. Ist er. Ist komplett frei. Es war nur ohne Ende Wasser drumherum, aber alles kein Problem, funktioniert. Ja, und dann dachte ich mir, ich melde mich mal bei einer Tasse Kaffee. Brauche ich Milch? Die wird wahrscheinlich nicht mehr gut sein. Jetzt nehme ich euch mal kurz durchs Chaos mit. So, und einmal die Milch. Klappt doch. Tja. So. Licht aus. Das. Tja, komischerweise habe heute so ziemlich die erste Nacht. Oh, ich muss erstmal untere Decke, bin ein bisschen am Frieren. Warum auch immer. Mal ein bisschen Sonne rein. Hier könnt ihr praktisch noch mal sehen, wie viel Wasser da steht, noch ohne Ende Wasser. Eigentlich müsste ich mal Fotos machen oder sowas, aber ich komme da im Moment ja nicht so mit zurecht. Ich war am Ruheforst, wo meine Tochter beerdigt wird. Und da habe ich mal ein paar Fotos gemacht, die kann ich euch mal hier im Anschluss in so einer kleinen Sequenz da mal hinterstellen.
Ja, wie geht's weiter? Meine Tochter ist obduziert worden und Todesursache ist so eine, ja, wie soll man sagen, man begründet das damit, so eine linksseitige Herzinsolvenz. Fragt mich nicht genau, wie das heißt, müsste ich nachgucken. Ich blende das dann mit rein mit Wassereinlagerung in der Lunge. Also sagt für mich viel aus. Aber auch gar nichts. Ne? Man sagt, das kommt durch verschleppte Erkältungen und sowas alles. Ne? Und ist halt die linke Seite vom Herz war betroffen. Wichtig ist, ist kein Geburtsfehler oder sonstige Sachen. Das ist schon mal das Wichtigste. Nichtsdestotrotz, meine anderen Kinder, die wissen Bescheid. Die sollen sich auf alle Fälle einmal das Herz untersuchen lassen und sowas alles. Ganz wichtig. Ja, und jetzt warten wir auf einen Termin zur Einäscherung. Und die wird in Magdeburg wird so eingeäschert. Da warte ich auf einen Termin drauf. Ja. Eine absolut schwere Zeit für mich. Ich möchte mich mal bei einer Person nochmal bedanken. Diejenige weiß, weil mit der habe ich mittlerweile öfters telefoniert. Und die hat mir mit ihrer wirklich warmen Art und Zuhören wirklich den Arsch gerettet, Leute. Den Arsch gerettet. Ja, ich hatte ja auch einen Termin gehabt bei so einer Psychologin. Das hat mir aber eigentlich, ja, herzlich wenig gebracht, fast gar nichts. Ne? Wenn man, ich weiß nicht, ob das so ist, ob die darauf warten, dass man anfängt zu reden oder sowas. Keine Ahnung. Also viel geredet haben wir nicht. Ne? Eher so, meine Ex-Frau war damit bei. Das war eher so ein bisschen Anschweigen. Sowas. Ne? Und ja. Was ich auf alle Fälle machen werde, ist, wenn ich wieder in Gießen bin. Und ich werde auch nach Gießen fahren wieder, wenn die Beerdigung war. Weil ich glaube, arbeiten würde mich gut ablenken. Ich habe jetzt den Rechner hier schon aufgebaut. Schaut mal. Da steht der Rechner. Ich habe mit meinem Sohn, ich will nämlich noch einen ganz bestimmten Film machen. Ja, mit einem ganz bestimmten Titel und den will ich sehen, dass ich den diese Woche noch irgendwie fertig kriege. Ja, es ist alles nicht so einfach, ne? Ich kann auch im Moment nicht weinen, das ist noch viel schlimmer. Ne? Man will, aber es klappt nicht. Irgendwie ist man so von innen so ein bisschen verhärtet. Keine Ahnung. Es ist schlimm. Naja. Ja, Einäscherung in Magdeburg findet die statt. Wann? Keine Ahnung. Hängen wir immer noch voll in der Luft. Wieder ein Wochenende, wo wir voll in der Luft hängen. Ne? Deswegen stehe ich hier schön in Arneburg. Da kann ich ein bisschen laufen. Ich hoffe, dass ich mal den Fotoapparat rauskriege, dass ich ein bisschen fotografieren kann. Ich war gestern mal zu Fuß einkaufen, tat mir auch ganz gut. Ne? Und ja, und morgen will ich auf alle Fälle noch mal einen Livestream machen. Ne? Ich will hier auf alle Fälle noch einen Livestream machen. Ich habe noch jemanden wieder getroffen. Hier. Na, Namen sage ich aber jetzt nicht halt, ne? Hat mich total gefreut. Obwohl ich ja total belogen worden bin. Hat mich aber trotzdem gefreut, dass ich ihn getroffen habe. Ja, so ist das. Das ist so das Update heute. Ich hoffe, dass ich mal die Muße kriege, rauszugehen. Muss ganz klar sagen, im Moment den Alkohol sehr
zugeneigt. Und da muss ich auch sehen. Alkohol und Tabletten. Das ist das, was im Moment läuft. Muss ich echt aufpassen. Da muss ich echt aufpassen, Leute. Ja. Naja, für mich ist das schon mal so ein kleiner Wegchen, damit ich überhaupt mal wieder was mache mit der Kamera. Das ist das erste Mal seit langem, dass ich die Kamera wieder in der Hand habe. Und ich muss. Nämlich so kann ich am besten meine Trauer ja verarbeiten. Tja. Ist alles nicht einfach, Leute. Alles nicht so einfach. Erstmal einen Kaffee. Guck mal, wie meine Hände im Zittern sind. Ja, so ist das, liebe Leute. Es ist schwer. Das Schmerzhafte. Ich habe noch nie so eine Schmerzen gehabt. Noch nie. Ich laufe wie ein alter Mann, bin ein alter Mann geworden. Das ist so. Ich frage mich ganz oft, wie es weitergehen soll. Ich weiß es nicht. Im Grunde hänge ich im Moment voll in der Luft, volle Elle. Ja. Naja, auf alle Fälle, morgen Abend möchte ich einen Livestream machen um 19 Uhr, schreibe ich hier hin. Livestream 19 Uhr, einfach mal quatschen, ohne Thema, ich muss mich unbedingt mal wieder melden. Und ihr merkt, ich habe so eine total zittrige Stimme. Ich weiß noch nicht mal, gestern habe ich mir mal was zu essen gekocht. Bin übrigens immer noch bei Keto. Ne? Außer einmal, da fehlte mir das Geld, da musste ich mir in mein Notvorrat Spaghetti so ein bisschen zurückgreifen. Ich fand das übrigens total toll, was meine mittlere Tochter ins Leben gerufen hat, mit dieser Spendenaktion. Ja, wer möchte, kann das gerne mal machen. Ich tue das hier in den Link, tue ich hier mal reinstellen. Da kann man für die Beerdigung meiner Tochter spenden. Ne? Und würde mich sehr freuen, wenn ihr das vielleicht machen würdet. Das hilft mir persönlich sehr. Ne? Und ja, es geht schon das Telefon, das ist der Kontrollanruf. Gehe ich mal von aus von meiner mittlersten Tochter oder von meinem Sohn. Weil die haben nämlich Angst, dass ich Bock missbaue. Ja, und der Gedanke, der war auch schon mal da. Aber das Leben geht weiter, Leute. Ja, so ist das. Ja, ich wollte mich eigentlich nur mal bei euch melden, dass es mich noch gibt. Es wird auch in Zukunft wieder Filme geben. Ich werde YouTube nicht aufgeben. Habe ich so für mich beschlossen. Ich wollte es erst. Aber man sieht das auch an den Zahlen. Die gehen alles ein bisschen rückläufig. Ich muss mal wieder was machen. Naja, ist so der erste Schritt, den ich auch gleich schneiden werde und direkt hochladen werde. Hier, liebe Leute, ne? Denkt dran. Einmal hier der Link,
den ich auch in der Videobeschreibung reinmache, für Spenden für meine Tochter zur Beerdigung. Bilder stelle ich euch rein, total toll da. Und ja, morgen Abend Livestream stelle ich hier auch gerade rein. Und vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Gib mir einen Daumen hoch und lasst einen Kommentar da. Die Kommentare, die werde ich auch noch mal jetzt alle beantworten. Aber in Form eines Filmes und dazu, das werde ich vielleicht heute machen, weil heute ist wirklich schön, werde mich da in irgendeiner schönen Ecke hinsetzen und das da machen. Ne? So werden wir das machen. Hier, liebe Leute, wir sehen uns. Euer Peter von Elephant Camper.